Genau, hat für mich auch so ein bisschen eher diesen actionlastigeren MMO-Stil, ja, dieser, der jetzt neu aufkommt, den auch Neverwinter im Prinzip hat, ja, wo du sagst, okay, es ist die Steuerung actionlastiger. Nein, ich habe keinen Fadenkreuz, ich muss einfach hinziehen. Das ist aber sehr intuitiv gemacht, also das kann man fast nicht beherrschen, ja. Man sieht die Umrandung und dann weiß man, dass man schießen kann, ja. Also. Hey, nicht so schnell, mein Freund. Nicht so schnell. So, jetzt habe ich den gekillt und kann looten. Missing Scrolls. Yay. War klar, dass da die Ratte im Weg steht. Nein, das ist meiner, vergiss es. Ja, das ist intuitiv. Also da will ich mir keine Gedanken drüber machen. Das macht sie sowas von Aua, von im Spiel geschehen. Das wird sie überhaupt keine Veranlassung haben, daran zu mäkeln. Das ist hier schwierig ist, ja. Nicht vergessen, immer Lu. Oh, Bag ist full. Ah, Schweinerei, wenn es aufkommt. Ja. Gut, ich habe keine Kristalle. Naja, dann kann ich da auch nichts aufnehmen. Ich hätte mal verkaufen gehen sollen, gell? Naja, dann lassen wir das Zeug halt da drin liegen. Verwenden kann ich sowieso noch nicht. Komm her. Oh, jetzt ist er grau markiert. Den vor mir angegriffen. Damn. Wo ist mein kleiner Mistdrache schon wieder? Komm her da. Ja, Para, so geht das nicht, ja? Ich finde die Kombos jetzt noch nicht so stark, dass die irgendwie nutzenswert wären. Eine Combo ist sowieso durchgehend linke Maustaste drücken, die verwende ich eigentlich dann auch. Also ich finde die jetzt nicht so stark jetzt zu Beginn. Ich denke, die werden sich hinten raus dann ausbauen. Ich kann das auch nochmal herzeigen. Oh, wobei jetzt gibt es schon interessantere, ja. Shooting Frenzy. Dreimal, dann probieren wir das mal aus, oder? Kann man eh so ausprobieren. Also kann ich das dann eh hinterher setzen. Das ist natürlich recht cool gemacht, muss ich sagen. Weil es so ein ganz anderes Spielgefühl. Wo ist der Drache schon wieder? Das gibt's ja nicht. Komm her. Okay, du bist so ein faules Vieh. Also ein bisschen ein anderes Flair auch. auch gibt, ja. Finde ich gut, ja. Also es erinnert ein bisschen an Age of Conan. Age of Conan hatte das mit Tastendruck, ja, also da war es wieder anders. Da war es halt so, dass ich gewisse Tasten abdrücken müssen, um. Kann man da verkaufen bei dem? Ja. Um eben Kombos auszulösen. Ich glaube, ich hänge den so fest. Und da ist es so, dass ich das eben mit linker, rechter Maustaste mache. Das macht dann ein bisschen Spaß, ja. So, Sell. Jetzt können wir das ganze Klump da mal verkaufen. Okay, oder nicht. Ah, sehr gut. Das brauche ich. Oh, das kann ich eigentlich anziehen. Wie will ich das nicht an? Kann man Charakter noch dazu aufmachen? Ja, sehr gut. So, zack. Ja, uninteressant. Uninteressant, 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 uninteressant. Das heben wir uns auf.
Kraftinventar sollten wir uns aufheben. Heavy, Class. Heavy, Sickle. So. Sell. Ah oh nein, das wollte ich nicht. So, und jetzt habe ich die jetzt verkauft auch. Okay. Na bitte, dürfte funktioniert haben. Platz im Inventar. Ah, okay, das heißt, wenn ich absteig. Und wo sehe ich die grüne Energie? Ah, ich sehe es oben. 55 Sekunden, alles klar. Na gut, das wäre vielleicht auch ein bisschen sehr imber. Aber kann ich mit neu spawnen? Fangt das neu an zum Ticken, oder? Nein, auch nicht. Jetzt komm hoch da. Komm. Okay, verstehe. Dann danke, Bonitas. Ja, soweit ich das weiß, kann man da später auch herumfliegen mit den Dingen. Ja? Also das ist an und für sich recht cool gemacht von der Idee her. Ja? Und bietet dem Spiel so einen ganz anderen Zugang letztendlich. Und das finde ich wieder sehr interessant bei dem MMO. Dass der Zugang zu dem Spiel dann ein ganz anderer ist als bei klassischen MMOs, ja. So, lebt der Dicke noch? Der Dicke lebt. Nicht mehr. Zack, 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 zack. Das macht zum Beispiel da Sinn, diese Kombos zu verwenden. Ja, weil die Schlangen halt stiefelt. Oh, ich bin Level 8. Ja, oh, ich habe einen neuen Spell gelernt. Wahnsinn. Und wo ist der? Wo ist mein Instant Flash? Ah, da wird vielleicht in der Combo drin sein, kann das sein? Doch nicht. Oh, das ist aber schnell gegangen, mein Freund. Du hältst ja gar nichts aus. Achso, ich sollte den looten vielleicht auch, gell? Oh, das ist ein Stein, den kann ich nicht looten. Komm her! Komm her! Komm her! Ja, genau, das können wir jetzt mal schauen. Ah, wieder ein Missing Scroll, sehr gut. Was bist denn du? Ein Frilled Mammut. Ich hab gerade so ein kleines Viech gesetzt. Irgendwie kommt mir jetzt schlecht vor. Komm her da. Dicker. Mit dem Krieger, den ich davor gespielt habe, kann man übrigens auch dodgen. Ja, also da kann man einen Angriff ausweichen, so wie man das eben auch aus Neverwinter jetzt kennt.
Ja, Wrath, das ist jetzt aber auch nichts Neues, das in Neverwinter nur Schurke droppt, ja. Das ist ein bekanntes Szenario. Ich habe gesagt, mit meinem Schurken muss ich einmal in die Instanz gehen, dann. Och, daneben geschossen, ich bin ein Idiot. Dann bin ich voll. Oh, nicht resetten, meine Güte, jetzt wird nicht resetten, da nur weil ich da 2 Meter raufgegangen bin. Dummes Vieh. Da, tut doch nicht Not. Ich hätte auch ganz so einen Furist getötet. Oh, da ist sich irgendwas zu tun. Ja. Ah, da sind die Gurts drinnen, okay. Ja, anscheinend schon. Ja, ich habe es ganz bewusst, ich meine, die Frames droppen natürlich durch die Belastung durch den Stream. Ich habe es ganz bewusst, aber auf der höchsten Auflösung. Es sollte im Stream nicht mehr abfallen. Das heißt, die Streamqualität ist dieselbe, die ich auch in-game habe. Ja. Ich glaube auch, dass die Frames nicht stimmen. Ja, es steht da links oben 15 Frames per Second. Also ich weiß, dass 15 Frames per Second ganz anders ausschauen würden. Ja, also da bin ich mir. Oh, fuck. Da bin ich fest davon überzeugt, dass man da bei weitem weniger sehen würde. Ja? Wenn ich 15 Frames per Second habe. Es droppt da drin nichts für Guardian. Ja? Das erste, was ich für Guardian kenne, droppt mit Level 14. Hust. Working as intended nennt man das. Working as intended. Nein, Taser Game glaube ich nicht. Oh, da ist ein dicker. Ich brauche noch einen dicken. Ah nein, ich habe alle. Ein so, kann ich abgeben. Patsch. Komm her, Kleiner. Hopp. Aufsitzen. Nee. Oh, ist er weg. Aufsitzen. Auch nicht gesehen. Sonst muss ich schauen, wo man die Quest abgibt. Ah, einer gibt da unten ab, okay. Also was ich auch so interessant finde, ist, dass man eigentlich am Server nichts merkt, dass die Server irgendwie knicken, ja. Wundert mich, beim Server-Stress-Test ist das normalerweise immer der Fall. Naja. Oh, noch eine Quest. Fleckt Raptor Drinken. Jetzt muss ich gerne 4 töten, ja. Danke, Bara. Also ein Milka Tender wäre jetzt awesome, aber ich habe keins zu Hause. Ist doof. So, jetzt muss ich die Fleckt Dragons töten, wo wir vorher 20 Angriffe haben. Oh, was ist da? Injured Mercenary. Gottes Willen, das kann ja nicht so. Kann ich den irgendwie? Conversation. Oh, my leg. Oh, kann man nicht töten. Fleck the Dragon. Und das Coole ist halt, dass man diese ganzen Drachen, die man da sieht, auch tamen kann. Ja, also das finde ich jetzt schon ziemlich witzig, muss ich sagen. Ah, oh, fuck. So, jetzt bin ich fast Level 9. Kann man glaubst mit Level 9? So, ah, da ist einer. Brav, kleiner Drache.